Rede. Und zwar schnell. Du zuerst. Der Film, über den wir reden, ist Terminator Dark Fate. Das ist der 6. Teil der Terminator-Franchise, Spielfilm-Franchise, die ja auch noch Comics und Bubblegum und sowas alles enthält. Aber als 6. Teil schließt er direkt an den 2. Teil von 1991, Terminator 2 Judgment Day, an. Mein Name ist Sarah Connor. Der 29. August 1997 sollte der Tag der Abrechnung sein. Aber ich habe die Zukunft geändert. Ich rettete 3 Milliarden Leben. Reicht dir das als Zusammenfassung? Nein. Es kommen zwei Leute zurück, die in den beiden Originalfilmen, die James Cameron damals inszeniert hat, die Hauptrollen gespielt haben, nämlich Arnold Schwarzenegger als Toaster, Radiowecker und Killermaschine und Linda Hamilton als sein vorgesehenes Opfer, das das aber nicht werden will und dann auch nicht wird. Ich komme wieder. Die sind beide ein bisschen älter geworden und was sie damals waren, nämlich Jäger und Gejagte, ist ersetzt durch zwei neue Schauspieler von Latina-Beschaffenheit. Und zwar ist das eine Natalia Reyes, die spielt eine Frau namens Dani, die diesmal gejagt wird. Und das andere ist Gabriel Luna, den wir unter anderem als Ghost Rider aus Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. kennen, der diesmal den Radiowecker spielt, der sie zersäbeln möchte. Seither ist viel passiert und das stürzt alles ineinander und aufeinander und übereinander her. Warum sorgst du dich um sie? Weil ich sie war. Das Schöne daran ist, dass wenn man die beiden Originale nicht gesehen hat und also in einer Art kulturellem Sinkloch gelebt hat, dass man dann sozusagen durch die pure Präsenz und die Art, wie die sich zueinander verhalten, von Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger eigentlich genug mitgeteilt kriegt darüber, wie schwierig ihre, sagen wir doch einfach, Beziehung zueinander ist. Sarah! Ich sehe, du bist sehr aufgebracht. Ich helfe dir, das Mädchen zu beschützen. Er ist halt ein Stoffel und eine Maschine, allerdings extrem humorvoll. Also es gibt ja fast nichts Lustigeres als Arnold Schwarzenegger, wenn er so guckt. Hat er gelernt von Clint Eastwood, bei dem es noch lustiger ist eigentlich. Und das andere ist Linda Hamilton, die sich halt gegen diese Stoffelei und gegen dieses Maschinenwesen natürlich immer noch behaupten kann und unter anderem schöne alte feministische Grundsätze auspackt wie: Und wenn du mir selbst alles klaust, lass mir meine Panzerfrau. Das heißt, die Beziehung dieser beiden ist relativ klar und interessant ist dann nur, dass die Erwartungen, die dadurch aufgebaut werden, entweder indem das abgerufen wird, was man von der Urgeschichte noch kennt, oder indem man sich halt reinfindet, indem man den beiden jetzt zuguckt, von dem neuen Paar, böse gut, ich will nicht sagen unterlaufen, aber zumindest ein bisschen gedreht wird, ein bisschen spiralisiert wird, ein bisschen verändert wird, weil sich eben auch die Welt seither ein bisschen verändert hat. Und der Film verändert sich sogar noch ein bisschen mehr, als sich die Welt verändert hat, weil der Film natürlich auch ein bisschen in die Zukunft guckt, in eine, die stattgefunden haben könnte, in eine, die stattgefunden haben werden, wollen, möchten, darf, aber verhindert wird und in eine, die dann nie stattgefunden hat, was Sarah Connor erhebliche Orientierungsschwierigkeiten bereitet, weil sie eigentlich immer stolz darauf war, gewusst zu haben, was nicht gekommen ist wegen ihr. Du hast vielleicht die Zukunft geändert, aber nicht unser Schicksal. Ein Thema, was, wenn es um Mensch-Maschine-Beziehungen geht, natürlich immer eine Rolle spielt, seit dem Moment, als die Industrie angefangen hat, sich zu automatisieren, ist, werden wir durch diese Dinge ersetzt? Und wer wird durch wen ersetzt? Und inzwischen gibt es ja Diskussionen in Amerika von wegen, was ist mit den Leuten, die von südlich der Grenze kommen, die ersetzen uns dann anders, aber ersetzen die dann nicht wieder Maschinen? Und was ist besser und ist eins besser? Und wen müssen wir wählen, damit die Hetze gegen irgendwas, wovon wir nicht ersetzt werden wollen, effektiv ist? Und diese ganze Scheiße, und das ist halt alles in dem Film, ohne dass sich jemand große strategische Gedanken darüber gemacht hat, indem die einfach so wach an ihre Zeit rangehen, wie Cameron damals an seine Zeit rangegangen ist. Und sozusagen in diesem Gradienten zwischen dem, was so eine Franchise im Laufe der Zeit macht, passiert halt sowas, wie auch mit Robin Hood passieren würde, wenn man es heute filmt, oder mit irgendeiner anderen Geschichte, die sozusagen längerlebig ist als irgendwas, was nur 5 Minuten Leute interessiert. Man kann nämlich was darüber lernen, wie Geschichte funktioniert, was bei einer Zeitreisestory ja vielleicht auch nicht ganz blöd ist, wenn man das macht. Ich weiß, du hast Angst. Aber ich bin hier, um dich zu beschützen.
So einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Fast wie ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Nur verbessert. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Film, der davon handelt, dass Menschen und Maschinen sich versöhnen sollten auf der Ebene von, also vorher gibt es riesige Explosionen natürlich, aber wenn die fertig sind, versöhnen sollen auf der Ebene von, ihr könnt den Stumpfsinn besser und so diese repetitiven Geschichten und wir sind kreativ und ist es nicht toll und wir haben uns alle lieb. Der Regisseur Tim Miller macht immer ganz viel Ironie in seine Gewalt, also jedenfalls in Deadpool, was sein berühmtester Film ist. Ich finde das unnötig und anscheinend hat die breite Präsenz von Schwarzenegger und der strenge Blick von Linda Hamilton diesmal verhindert, dass allzu viel Ironie drin ist. Was super ist, weil wenn ich Gewalt schon verharmlose, was ich sowieso tue, wenn ich einen Film drehe, weil normalerweise tut der nicht weh, wenn ich ihn angucke und damit ist es schon verharmlost, dann will ich nicht noch mit Witzchen belästigt werden. Guten Tag, Herr Tarantino. Das ist also sehr, sehr anständig geworden diesmal. Die beiden Stars haben das verhindert. Und das führt dazu, dass sozusagen all diese Möglichkeiten da im Kino, sich Gedanken darüber zu machen, was man da eigentlich sieht, ohne dass das so ein Seminargedanken machen ist, sondern das hält immer Schritt mit den Emotionen, mit der Aufregung, mit der Rührung teilweise auch. Es ist einfach auch teilweise niedlich, wenn die dann kaputt gehen, die man irgendwie gemocht hat, wie bei eigenen Gerätschaften, die man hat, wenn das Auto verschrotten muss oder so. Es tut ja auch ein bisschen im Herzchen weh. Das ist alles da drin wunderbar aufbewahrt und also mir hat es sehr gefallen auf der Ebene und kritisch hätte ich anzumerken, dass das ja alles gar nicht stimmt. Also gibt es ja alles gar nicht. So Killerroboter und sowas. Obwohl vielleicht doch, aber nicht für uns hier. Also dringend sehen müssen diesen Film natürlich alle Maschinen, damit sie einfach mitkriegen, dass wir ihnen eigentlich gar nichts Böses wollen. Wir wollen nur mit ihnen aushandeln, wer was darf. Ein paar Menschen müssen ihn, glaube ich, auch sehen, weil die Maschinen einfach im Moment auch noch nicht den Zaster haben, um so eine Produktion zu bezahlen durch ihre Kinobesuche. Also vielleicht, man suche sich eine Maschine, die den sehen sollte oder sehen will und dann kann man ja so als Plus One, es gibt ja diese Kuschelbänke, das ist irgendwie ganz schön. Also vielleicht mit so einem Thermomix oder so, dann sich da so hinkuscheln, den angucken. Wie gewinnen wir? Wir gewinnen, wenn du am Leben bleibst. Ah!